Ja. So, erheben Sie sich, der Asylgerichtshof ist somit eine beschlossene Sache, nicht? Was können wir noch beschließen? Ja, die Kammern können in den Verfassungsrang, da braucht man eine Qualifizierte, gell? Ja, die Opposition hat ja eh nichts dazu zu sagen. Also so, also mir reicht es jetzt, so, Tischchen auf. So, also wir von der Opposition, wir hauen jetzt einmal ordentlich auf den Tisch, beziehungsweise lassen wir den Tisch zur Faust hinauffahren. Also bitte so im Eilzugstempo, das geht nicht, der Van der Bellen kann gar nicht so schnell lesen. Wir sind hier nur mehr das Stimmvieh, wir müssen abstimmen über Sachen, die wir gar nicht kennen. Also bitte, unerhört ist das. Ja, deine Stimme brauchen wir eh nicht erst. Für unser Handygesetz. Was für ein Handygesetz? Ich schicke dem Chef ein SMS, was das heißt, wie das Handygesetz. Ja. Da schicken Sie mir ein SMS, ja. Handy falten, Goschen halten und abstimmen, ne? Über das Gesetz. Wirklich wahr. SMS an alle. Du, der Brockel soll doch das Gesetz schreiben, das Handygesetz. Na ja. Na sicherlich soll er das schreiben. Das ist das Einzige, was er in dem Monat machen hat, soll das Handygesetz schreiben. Ich frage einmal, wie es ausschaut. Du, Peppi, servus, da ist der Peppi. Du, wie geht's denn, ha, Peppi? Ah. Du, servus, Peppi, da ist dem Peppi seine Frau. Der Peppi hat das Handy ins Haus vergessen. Bitte. Was? Das wäre zum ersten Mal. Na, aber hat der Peppi das Handygesetz geschrieben? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, er hat was gesagt in der Früh. Aha. Na gut, passt. Der Brockerl hat das Handy vergessen. Der wird auch öder. Ne? Das ist ein Wahnsinn, hörst. Hauptsache, er hat es geschrieben, das Handygesetz. Ne? Wie schreibt denn der? Ein Handygesetz ohne Hände. Oh, jetzt habe ich genau 30 Sekunden Zeit für das Handygesetz. Na ja, dann nehmen wir einfach das, was die Industriellen Vereinigung vorgeschlagen hat und machen wir Copy-Paste und ist schon fertig, das Gesetz. So, passt. Ich habe mir kein Handy gekauft, das ist so klar, das bringst du überein, das ist ein Wäldchen. Ein Weiber-Handy, oder ja, was? Sicherlich. Ich brauche kein Handy damit, ich muss erfahren. Ich krieg so alles mit. Ja, das ist ganz wirklich krass. Wir sind die Geister, wir ratschen, Weiber. Ratschen, du, wisst ihr, was Neues von der Gdolski? Ja, da peinlich ist im neuen Jungpolitiker-Kalender drinnen. Grauslich. Da schaut's. Den Jungpolitiker-Kalender, die sollen was arbeiten, wir müssen abstimmen. Wir wollen alle heimgehen, es kommt Weihnachten. Du, Herst, magst du mitgehen? Noch mehr genießen. Wohin gehen wir heute fressen, ne? Ins Fabios gehen wir, gell? In 10 Minuten. Ja, ich komme. Jetzt stehen wir noch an. In 10 Minuten an der Rampe, ja? Servus. Du, Mitzi. Was? Mitzi, magst du mitgenessen? Ja. Zum Fabios. In 10 Minuten an der Rampe. Also bitte, okay? Das gibt's ja überhaupt nicht. Mir platzt jetzt gleich der Kragen. Das ist ja ein Wahnsinn. Wir müssen da von der Opposition, wir müssen über Sachen abstimmen, die gerade erst geschrieben werden. Das gibt's ja überhaupt nicht. Das geht doch auf überhaupt keine Kuhhaut. Also wisst ihr was? Eines Tages fallen euch die Gesetze selber am Schädel. Das verspreche ich euch. Legt's mir da. Bim, 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 bim. So, es ist auch schon abgestimmt, das Gesetz zur Protokollierung von Mobilfunkgesprächen, zur Verhinderung von Privatgesprächen während der Arbeitszeit, nicht? So, das war nur mein Formalakt. Herr Grillitsch, sind Sie das? So, mitkommen, ja, mitkommen. Bitte? Wir haben ein privates Gespräch protokolliert. Kommen ja, mit. Und warum ist ja nicht verboten, oder? Na, sicher ist es verboten, seit gerade jetzt. Ach so. So, letzter Tagesordnungspunkt, es kommt noch eine Grüne und hat was zu mosern. Ja. Jetzt sage ich aber wirklich einmal was, ja? Das ist ein Wahnsinn. Da hat man einfach die Privatsphäre jetzt dann abgeschafft hier in Österreich, ja? Gut gemacht. Ich habe hier bitte das Protokoll von einem Handygespräch, wo der ÖVP-Club sich ausmacht, dass sie zum Essen gehen. Das ist jetzt praktisch öffentlich. Der Arbeitgeber kann jederzeit einsehen, was seine Mitarbeiter reden am Handy. Bitte, ist das nicht unglaublich? Was geht denn das die wieder an? Das ist ja Wahnsinn. Was? Das ist ja da privat. Ja, eben. Das ist privat. Ja, eben. Ja, was heißt eben, das ist... Ja, ihr habt die Privatsphäre ja, gerade abgeschafft und kriegt es nicht einmal mit. Ja, wir haben ja nichts zu verbieten. Grillitsch, du schreibst dir das Essen. Auf Beruf, gell? Ja, was? Ja.